Assalamu alaikum. Wir sind immer noch mit dem Gefährten Sa'id ibn Amir al-Jumahi. Es verging nicht viel, als dann eine kleine Gruppe von Hims zum Kalifen reiste. Er befahl ihnen zu schreiben, wer von den Leuten Hims arm ist. Sie gaben ihm die Liste und in ihr stand so und so und auch Sa'id ibn Amir. Er sagte, und wer ist Sa'id ibn Amir? Sie antworteten, unser Amir, unser Prinz. Er erstaunte. Erstaunt sagte Omar, euer Emir ist arm? Sie sagten, ja Wallah. Es vergehen Tage und bei ihm wird kein Feuer gezündet. Also, es wird bei ihm Tage nicht gekocht. Hierauf weinte Omar, radiallahu anh, sodass sein Bart nass wurde. Er nahm 1000 Goldmünzen, also Dinar, und steckte sie in einen Beutel und sagte, grüßt ihn von mir und sagt ihm, Amirul Mu'minin, der Prinz der Gläubigen, Umar radiallahu anh, schickt dir dieses Geld, damit du, was du benötigst, kaufst. Als die Gruppe bei Sa'id ibn Amir angekommen ist und er dann den Beutel sah, versuchte er sich von diesem Geld fernzuhalten und rief, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Also, für Allah sind wir gekommen und zu Allah werden wir zurückkehren. Als wäre etwas Schlimmes passiert. Seine Frau erschrak und fragte, was ist mit dir los, Sa'id? Ist Amirul Mu'minin gestorben? Er antwortete, noch schlimmer als das. Sie sagte, ist den Muslimen etwas geschehen? Er antwortete wieder mit, noch schlimmer als das. Sie fragte daraufhin, und was kann schlimmer als das sein? Hierauf antwortete Sa'id, diese Welt, also dieses Diesseits, die Gelüste dieses Lebens ist gekommen, damit sie mein Jenseits verdirbt. Und die Fitna, die Versuchung, hat sich in meinem Haus Platz gemacht. Erlöse dich von ihr, sagte sie, ohne von den Goldmünzen zu wissen. Wirst du mir dabei helfen? Fragte Sa'id seine Frau. Mit Entschlossenheit kam aus ihrem Mund ein Ja. Er nahm die Münzen und legte sie in mehreren Beuteln, um sie dann an die Bedürftigen zu verteilen.